Hoffenheim gegen Bayern, wie geht das aus? Ja, glaube ich zwei. Obwohl die Hoffenheimer zu Hause sehr stark sind, aber Bayern hat die zu alten Stärke gefunden und mit dem Trainer, mit Niko Kovac, dem drücke ich die Daumen und da glaube ich, dass die Bayern da gewinnen. Mit Ergebnis? Kannst du tippen? 2-1. Gladbach ist sehr stark, obwohl die Auswärtsspiele sind immer noch nicht so stark wie die Heimspiele, aber trotzdem in Leverkusen werden die einen Punkt holen. Also tippe ich 1-1. Ja, mehr HSV eigentlich, aber dadurch, dass die in der zweiten Liga sind, jetzt natürlich Gladbach in der ersten Bundesliga. Ja, es ist auch ein schweres Spiel zum Tippen, aber da tippe ich auf 1. Heimsieg. Ergebnis? 3-1. Frankfurt gegen Freiburg. Auch 1. Frankfurt gewinnt. Die Frankfurter sind sehr stark zu Hause und obwohl Freiburg ist jedes Spiel was anderes, aber Frankfurt ist zu Hause sehr stark und die gewinnen 2-0. Augsburg gegen Düsseldorf. Da ist ein Spieler, Michal Gregoritsch, dem drücke ich sehr viel die Daumen und glaube ich, dass die zu Hause auch gewinnen. Und Düsseldorf wird keine Punkte holen, 1-0. Mit ihm habe ich in Österreich gespielt, wo er seine Fußballkarriere angefangen hat. Der hat, glaube ich, mit 15 schon erstes Bundesligaspiel in Österreich gespielt. Und da habe ich in der Mannschaft gespielt. Und seitdem, ja, wir kennen uns und bleiben immer noch im Kontakt. Und deswegen. Hannover gegen Bremen. Ah, das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel zum Tippen, aber da sage ich mehr oder glaube ich mehr glaube ich, dass die Bremer das Werder auswärts gewinnen, obwohl in Hannover ist immer schwer zu spielen, wird 1-0 für Bremen. Leipzig gegen Dortmund. Da tippe ich auf ein Unentschieden, 3-3. 3-3? Ja. Wie kommt's? Wer schießt so viele Tore? Die schießen beide Mannschaften Tore ohne Ende. Dortmund sind sehr stark, sind Erster. Und Leipzig ist auch sehr schwer zu schlagen zu Hause. Deswegen glaube ich, das wird ein offenes Spiel. Und da fallen viele Tore. Wer gefällt dir bei Dortmund besonders gut? Ja, eigentlich Mario Götze. Und dann drücke ich sehr für die Daumen und eigentlich die komplette Mannschaft ist sehr stark. Aber seitdem er das wichtigste Tor seiner Karriere im WM-Finale geschossen hat und jetzt in der letzten Zeit sehr schwierige Phase hatte, glaube ich, dass er wieder zur alten Stärke findet und dass er seine Position in der Mannschaft wieder kriegt und deswegen hoffe ich, dass er mit der Qualität, eigentlich mit der ganzen Qualität, was in der Mannschaft steckt, vielleicht sogar Meister werden. Okay, Nürnberg gegen Hertha? Heute sind wir in Berlin, deswegen, da ist ein ehemaliger Hertha-Spieler, Trainer, Dardai und da glaube ich, der hat super die Mannschaft zusammengestellt und die wird in Nürnberg auch sehr stark spielen und holen Punkt 1-1. Da tippe ich auf 1, Schalke spielt zwar sehr, sehr gut in der Champions League, aber in der Bundesliga noch nicht ganz, wie die sich das vorgestellt haben oder vorstellen. Deswegen werden vom Spiel zu Spiel, glaube ich, oder hoffe ich, besser für die. Und obwohl Wolfsburger auch sehr gut Fußball spielen können. Und trotzdem tippe ich auf 1. 2-1 gewinnen. 2-1.